Der schnellste Wanderweg auf der Sentis führt von der Schwegalp über die Rees vorbei. Am Masten 2 über die Himmelsäter zum Gipfel. Der Weg befindet sich auf der Südseite vom Sentis. Von der Tiewes bis zum Sentis-Gipfel besteht ein Höhenunterschied von 418 Höhenmeter. Für den Unterhalt vom Wanderweg ist die Gemeinde Hondwil zuständig, mit der Unterstützung vom Wed oder Tiewes. Das Gasthaus Tiewes ist 1902 innerhalb von 2 Jahren gebaut worden. Heute dient es vielen Weggängern als Zwischenstopp oder Übernachtungsmöglichkeit. Ganz früher hat man dem wunderschönen Plätzchen Friesbord Sattel gesät. Und 1873 ist eine einfache Schutzhütte von der Sektion Sentis gebaut worden. Die Schneehöhe vom Sentis wird neben der Stütze 2 gemessen, weil es hier weniger Luft hat als auf dem Gipfel. Die Stange ist etwa 8 Meter hoch, aber hat schon Winter gegeben, wo man sie gerne noch mal gesehen hat. Von der Wahl aus kann man das sehr gut beobachten.